down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Und guck mal, das ist gerade so eine coole Geschichte, das meinte ich halt auch, ne, dass sie authentisch sind, sympathisch sind und so weiter. Ne, sehen, da war einfach ein Roadlight und die hatte eine Clockworks-Scheibe. Dann stand da Custom Bike, der Rest war original. Wo ich mir dann so denke, boah, Rudi, weiß ich nicht, ne? Und jetzt merkt man schon wieder hier, ne, trotzdem diese Bescheidenheit und so. Das ist halt das Coole daran, ne? Und das ist halt das, was es ausmacht. Die ganzen Bekloppen. Alle da auf Sendung, voll zugeorgelt, Alter. Alle quer durch den, um den See. Och, jeder, der das kennt, diese Runde, der schon mal da war. Boah, Mann. Boah, können wir das mal irgendwie nochmal organisieren, dass das nochmal einmal so wird. Danach von mir aus nicht mehr. Nur ich bin leider zu jung, ich will das einfach wirklich, ich hätte das gerne einmal miterlebt, ey. Oh Gott, kann ich mehr, ey. Deswegen finde ich, das ist ein unglaublicher Mehrwert, dass die YouTube machen. Dann geht auf meinem Kanal, willst du auch nicht irgendwie Hetze oder sonst irgendwas geben. Ich will so einer ganzen Kacke auch keine Bühne bieten. Lass uns mal alle nicht zu ernst nehmen. Einfach Spaß haben, Harley fahren, mal einen saufen. Hauptsache wir haben Spaß und Hauptsache die Community, die jetzt gerade so schön wächst und so vielfältig wird, bleibt einfach zusammen, ne? Und das ist es halt. Ne? Servus Leute, grüßt euch. So, heute mal ein, ich denke, sehr, sehr interessantes Video. Ganz kurz vorab, Leute, ne? Immer dran denken, das ist nicht mein Content. Bitte geht einmal auf die Seite von Independent Shoppers. Ja? Abonniert den Kanal, checkt auch die ganzen anderen Social Media Kanäle ab und ja, lasst mal ein bisschen Liebe da. Ne? Hier geht es um Support und wir reacten ja auf ein Video, ne, was ich nicht gemacht habe. Heute geht es um das Thema, was ist ein Customizer? Ich finde das ein super interessantes Thema. Das ist ja auch so ein Ding, ich kann mir da überhaupt gar nichts rauslassen. Jeder weiß, ich bin überhaupt nicht der Schrauber. Also ich kann den Auspuff anbauen, ich kann mit Teile bei Harley bestellen und die dran montieren. Ja, das kriege ich auch noch hin. Aber alles, was für mich ein Customizer ist, also wirklich, du hast da einen Rahmen, du fängst da an rumzuschweißen, du veränderst das komplette Gesamtpaket, ne? Und hast da deine ganze kreative Art mit dabei, machst die verrücktesten, wildesten Sachen, so was auch in den 90ern abgegangen ist und so, ne? Das ist für mich Customizing persönlich und ich finde, da ist es auch echt verrückt, dass ich teilweise jede Bretterbude da irgendwie am Arsch der Heide da irgendwie Customizer nennt. Aber gut, das sieht ja auch jeder anders. Ich bin mal gespannt, was die jetzt dazu sagen, weil besonders Frank Sander, finde ich persönlich, ist eine Instanz in der Szene, den kennt jeder, glaube ich, ne? Das ist einfach so, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht gerne hören will, das finde ich nämlich auch nochmal on top ziemlich cool, der Mann macht das seit, keine Ahnung, wann länger als ich lebe und ist trotzdem dann so bescheiden und spielt sich da überhaupt gar nicht auf, ne? Das finde ich richtig stark. Ich finde es auch sehr geil, dass sie einen YouTube-Kanal haben, Independent Shoppers, wie gesagt, ne? Eins der heißesten Kanäle aktuell, wir haben es in Bad Salzuflen auch gesehen, die waren komplett überrannt. Da habe ich die auch das erste Mal kennengelernt, ganz kurz geschnackt und ja, super sympathisch. Ne? Und ich finde, das macht's aus. Jetzt quatschen wir nicht lange, ziehen uns mal das Ganze hier rein und lassen uns mal so ein bisschen berieseln und hören uns das Ganze mal von den Profis an. Los geht's. Dieser Track hat sich auch schon so eingebrannt. Achso, bevor jetzt irgendwer was sagt. Natürlich war ich vorher mit Independent Shoppers in Kontakt und habe gefragt, ob ich darauf reacten kann. Ne? Das wird ja häufig gefragt. Leute, das mache ich immer. So, also was machen wir? Guten Tag erstmal. Guten Tag. Herzlich willkommen zum neuen Video nach der Messe. Das erste Video nach der Messe. Stimmt. Ist das so? Oder nicht, Leon? Ja. Oh, das stimmt. Ja, erstes Video nach der Messe. Wir werden kein Feedback mehr geben. Wir haben schon viele Feedbacks gegeben zur Messe. Ja. Wenn Leute T-Shirts noch haben möchten, wir haben noch welche, ja, die könnt ihr gerne noch per E-Mail bestellen, ja? Über den momentan noch verlinkten Shop. Ich glaube, independentshoppershop.com oder so, glaube ich. Wird aber auch, ja, immer, Radio blendet das auch immer ein. Genau, wir blenden das jetzt einmal kurz unten ein. Da könnt ihr noch die schönen grauen und schwarzen T-Shirts erwerben.
Ich werde jetzt guck ich auch gleich mal nach. Ein paar freien Tagen hoffentlich die Zeit nutzen und werde das in den Webshop, der auf der Webseite. Ja, der Matthäus macht das. Das will ich sehen. Aber ich muss ja mit den, wir müssen noch T-Shirts machen, T-Shirts, noch Fotos machen, gell, mit dir? Mit mir? Ja. Nee. Junior. Oder Junior. Ihr seid ja beide muskulös im Gegensatz zu mir. So. ich kam auf die Idee. Tassen haben wir auch noch, gell? Tassen. Ja. Ihr könnt alles bestellen. Tassen, Hoodies, die. Fang an. Ich kam auf die Idee. Ich gucke mir ja abends, mittlerweile habe ich also nur noch YouTube und Netflix und sowas alles. Ich gucke gar kein normales Fernsehen mehr. Ich auch. Sehr oft, ja. Aber Leon sagt, es gibt xxhamster. Wie heißt das? Ist besser noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Also habe ich von Freunden gehört. Spaß beiseite. Da ist mir aufgefallen, dass ja mittlerweile wirklich viele YouTube-Videos oder Channels gibt, ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen, jetzt haben wir hier einen alten Hasen sitzen, der ja wirklich aus einer alten Zeit noch reden kann, dass du mal erklären kannst, was früher ein Customizer war und was heute ein Customizer ist. Ja? Wir haben das Video heißt ja auch, was ist ein Customizer? Mhm. Ich habe eine gewisse Vorstellung aus der Kundensicht, sage ich mal, weil ich bin immer so dieses Zwischending zwischen Kunde und irgendwie am Rumlaufen. Wobei du ja fast zu spät in die Szene gekommen bist. Korrekt, genau, richtig. Wegen deinem Alter aber. Genau, aber deswegen geht das ein bisschen vielleicht auf die moderne Zeit. Mich würde mal interessieren, was früher zu deinen Anfangszeiten, weil du warst ja nicht früher jemand, der eine Schrauberwerkstatt eröffnen wollte. Du hast ja eine Bude erschaffen, die ja wirklich Bikes gebaut hat auf Kundenwunsch oder was aus deinem Kopf einfach gesprudelt ist, ja. Mich würde mal interessieren, wie du das heute definieren würdest, zu früher und heute, was für dich ein Customizer ist. Oder du bist ja noch ein Customizer und wie sich das alles gewandelt hat. Darf ich? Natürlich. Er hat gesagt, ich soll ihn ausreden lassen. Ja, ist ja sehr lieb von dir. Sprechpausen zu genau, wie in der Schule. Wir können auch so ein Kuscheltier weitergehen. Also so, wir beide haben uns ja da schon öfters drüber unterhalten. Bei Leuten aus meinem Baujahr oder in meinem Alter, da gehen wir jetzt, sag mal, du kannst jetzt ungefähr 25, 30 Jahre, sagen wir mal 25 Jahre zurückgehen. Wollen wir nicht übertreiben. Boah. Ich habe das ja schon vorher gemacht. Und guck mal, das ist gerade so eine coole Geschichte, das meinte ich halt auch, ne, dass sie authentisch sind, sympathisch sind und so weiter. Ne, jetzt sagt er gerade 25, 30 Jahre, keine Ahnung was. Ich glaube, seit 2000 gibt es Independent Shoppers in Düsseldorf. Ich habe nämlich mir auch das ein oder andere Video schon reingezogen vorher natürlich. Und jetzt merkt man schon wieder hier, ne, trotzdem diese Bescheidenheit und so. Das ist halt das Coole daran, ne? Und das ist halt das, was es ausmacht. Und man sieht auch hier, die brauchen nichts. Die sitzen sich dahin in die Werkstatt, quatschen einfach und man hört sich das gerne an, ne? Und das sind so ganz interessante Sachen. Deswegen, ich kann jedem empfehlen, der da irgendwie Bock drauf hat, auch mal so einiges von damals noch mitzubekommen oder sich zu informieren. Ist das der richtige Kanal, ne? Und zieht euch mal die Länge der Videos an. Wir sprechen hier von 41 Minuten. Die haben meistens auch irgendwie 24 Minuten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die längste Watchtime von allen YouTubern aktuell hier in der deutschen Harley-Szene haben, ne? Weil das ziehst du dir einfach gerne rein. Aber ja eher nebenbei, in der Garage geschraubt, so für sich selbst. Und dann hat man sich ja irgendwann selbstständig gemacht. Früher war es halt so, ich meine, man wurde oder man wollte ein sogenannter Customizer werden und der Anspruch an sich selbst war, einfach nur krasse Bikes zu bauen. Mhm. Und diese krassen Bikes waren aber keine Bikes, die auf Originalrahmen aufgebaut wurden, also es waren im Papier keine Harleys, sondern du hast halt Full Custom gebaut. Das heißt, krass. Du hast einen Basisrahmen genommen, oder auch anfertigen lassen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt, den es schon gegeben hat, also er hat sich aus irgendwelchen Katalogen bedient oder hast halt auch in Kombination oder in Zusammenarbeit mit dem Rahmenbauer, der die Zertifizierung hatte, dann auch da ein Gutachten drauf zu machen. Das heißt, es gab, ich drücke es mal einfach aus, es gab halt so ein Rahmenkonstrukt, da war ein TÜV-Gutachten, gab es ein TÜV-Gutachten für und der Rahmenbauer hatte früher so gewisse Freiheiten, er konnte so zwei, drei Kleinigkeiten immer verändern. Das war so ein bisschen in den Gutachten alles verankert, da wurden die Gutachten, sage ich mal, angepasst und dann hast du auch diesen Rahmengutachten gehabt. Das heißt, das Ziel war eigentlich gewesen, Bikes zu bauen, aus deiner Idee heraus,
wo aber nicht das Ziel war, Umsatz mit zu generieren, sondern einfach was Verrücktes zu erschaffen, was Cooles ist, oder? Ja, gut, oder war das Ziel damals schon, natürlich, du musst davon irgendwie leben, aber es war nicht der Hauptgrund gewesen, warum du etwas erschaffen hast, sondern du wolltest einfach nur ein cooles Bike bauen. Man muss es ja folgendermaßen sehen. Grundsätzlich ist der, ich habe da auch schon mal damals im Custom Bike Magazin ein Interview zu gegeben. Es ist ja immer noch ein Unterschied, für mich ist das ein sehr großer Unterschied, ob ich den Mut habe, das selbstständig auszuüben und davon zu leben und, also alles, Business zu sehen. Und alles andere hinter mir zu lassen und nur das tue, oder ob ich noch meinen 9-to-5-Job habe, wo ich vielleicht ein ganz gutes Geld verdiene, wo ich eine Krankenversicherung habe und mache das dann von 16 bis 22 Uhr. Das ist für mich ein Unterschied. Weil das Hobby im Prinzip, ja. Ich will das nicht unbedingt sagen, dass das Hobby ist, aber würdest du das denn sonst definieren? Ja. Wenn ich doch in der Freizeit etwas erschaffe, ja, ist Hobby. Ist es doch positiv gemeint ein Hobby, was ja nichts Negatives ist. Ja. Ja. Ich sage jetzt mal, es klingt vielleicht doof, was ich jetzt sage, aber eigentlich genießt bei mir nur jemand, das klingt jetzt doof, meinen vollen Respekt, wenn das auch wirklich hauptberuflich durchzieht. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Für dich, also ein Customizer, was ist denn, wenn einer privat für sich Bikes baut, die aber nicht veräußert, die aber den gleichen technischen Aspekt haben, wäre das für dich auch ein Customizer? Dann ist das egal. Es geht für mich nicht darum, dass ich das nicht schätze, was private Leute machen. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele private Leute, die ganz krasse machen. Das ist ja auch das, was ich immer über all die Jahre auf der Messe immer schon versucht habe, den Veranstaltern zu erklären. Holt doch wieder diese kleinen, verrückten Menschen. Gibt es davon noch so viele? Da bellt ein Hund die ganze Zeit. Es gibt davon noch welche, bloß im Endeffekt genießen sie manchmal bei den Verantwortlichen keine Beachtung, was ich sehr schade finde. Mhm. Also es war ja früher immer so, ob das jetzt im Oldschool war oder auch in den anderen Stilrichtungen, man hat lieber irgendeinem Ami 5.000 Euro überwiesen, dass er hierher fliegen kann mit 3 Baseballkappen und 5 Metal Flake Griffen im Koffer. Der hat sich da dann so eine Bierbank gesetzt und hat dann da Autogramme geschrieben. Das war für mich immer total sinnlos. Mhm. Weil halt der jetzt in USA damals halt gehypt war. Das war jetzt der das und das und das. Aber das hat mich nie... Nicht, dass ich die Leute nicht schätze, aber ich habe immer gesagt, warum holst du denn für 3, 4, 5 Mille so einen Typen hierher, der noch nicht mal ein Bike dabei hat, weil das ist logistisch halt schwer umsetzbar. Warum fragt er nicht mal in eurer Hood, ja, geile Typen und sagt, pass auf, ich überweise dir 500, leih dir in der Autovermietung einen Transporter, pack dein Bike rein, ja, nimm ein paar Shirts mit und dann stellst du das ja hin, du kriegst umsonst einen Spot, kannst du deinen Shop präsentieren. Das ist über Jahre, viele Menschen haben immer nur weit weg geguckt, aber weit weg. Und nicht vor die eigene Tür. Ja, weil vor der eigenen Tür gab es manchmal viel geilere Sachen. Pass auf, ich gehe immer kurz wieder zurück. Das heißt, du hast früher, ich hoffe, man hört uns noch, das Business erfunden oder erschaffen für dich, um krasse Bikes zu bauen. Dein Sinnbild war aber nicht dafür, Geld mit Inspektionen, Reparaturen, nein, Kennzeichenhalter, was wir heute machen, wo wir nachher zukommen. Ab wann würdest du denn sagen, hat sich denn dieses Business geändert, wo du gesagt hast, okay, oder selber gemerkt hast, okay, mit diesen krassen Custom-Bikes verdiene ich jetzt... Hat sich geändert, als ich gemerkt habe, dass ich kein Geld habe. Okay, gut. Straight raus. Aber ab welchem Zeitfenster war das ungefähr? Ich kann dir das folgendermaßen erklären. Das Thema ist ja, dass jeder wieder krasse Bikes bauen. Und ich behaupte mal, ich hab bestimmte Stilrichtungen relativ gut umgesetzt und hab da... Lass uns. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass selbst wenn du die krassesten Bikes baust, ja, und das kennen wahrscheinlich einige, ich kann es nicht sagen, ich vermute das jetzt einfach mal, das kennen wahrscheinlich einige, dann sind so Leute, die zum Beispiel einfach nur einen Reifen wechseln wollen, die zum Beispiel nur ein anderes Kennzeichen, einen anderen Kennzeichenhalter haben wollen, einen Lenker, dann sind die wahrscheinlich abgeschreckt, gehe ich mal von aus, wenn die das nicht kennen und sagen dann, boah, nee, guck mal, der baut ja nur krasse Bikes, da brauche ich mit dem Quatsch gar nicht hingehen. Ne? So nach dem Motto, boah, da blamiere ich mich ja direkt und die schmeißen mich direkt wieder aus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das mit Sicherheit mal so der Fall war. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn du halt die fettesten Custom-Bikes baust, die keine Ahnung was kosten, die verkaufst du halt nicht täglich. Ne? Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es halt wirklich so ist, dass du, wenn du halt diese ganzen Sachen machst und sei es ein Reifenwechsel, das gehört halt nun mal dazu, das ist ja auch keine Degradierung oder sowas, dass du damit halt auch wirklich dann wahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber dass du da dann dein Hauptbusiness mit hast. Ne?
weil halt dann viele kommen. Und ich denke mal auch, viele, selbst wenn die einen Reifenwechsel gemacht haben, haben dich kennengelernt, schätzen gelernt, dann kommen die auch mal wieder und sagen dann, okay, ich bräuchte doch mal einen anderen Kennzeichenhalter. Ich bräuchte eventuell doch mal einen Lenker. Und jeder von uns, der das kennt, das steigert sich ja. Das ist wie mit Tattoos und dem ganzen Quatsch, ne? Lässt sich kurz einmal zu tätowieren da und auf einmal 3 Jahre später bist du zugeballert, ne? Das ist ja genau das Gleiche. Das kennt ja jeder auch, ne? Du fängst halt immer an, machst erstmal ein bisschen was, kommst da langsam rein, wirst da warm mit und dann geht's weiter, ne? Aber ey, super interessant. Kurz, bevor wir zu schnell wieder sind, mal kurz anfangen, was früher anfangs... Haben wir schon mal gezeigt. Nur ganz kurz, nur ganz kurz ein Bike zeigen, was zu deiner Anfangszeit damals modern war. Ah, die ganz frühen sind, glaube ich, gar nicht. Nur ungefähr. Wir müssen jetzt nicht so brutal darauf eingehen, dass Leute eine Vorstellung haben, was früher unter Customizing verstanden war oder worden ist. 2006, also wie gesagt, da sind nicht die ganz frühen Sachen dabei. Nur grob, kannst du nur die Stilrichtung raussuchen. Hätte man vielleicht vorher ein bisschen ins Überlegen müssen. Ja. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Ey, überleg mal, ey. Nur grob. Krass. Darf man es wieder nicht zeigen? Doch, ich glaube schon. Ne? Ist egal. Hier, die Chopper zum Beispiel. The Game ist das, glaube ich. Sag mal, sowas in der Art, sag ich ja, mal. Ja, genau. Das heißt, zu damaligen Zeiten, hast du das in deinem Kopf selber entworfen oder hast du schon immer einen Kunden gehabt, der das so haben wollte? Nein, das Motorrad habe ich für mich gebaut. Die ersten Motorräder habe ich immer noch gebaut. Das heißt, zum größten Teil hast du eigentlich Bikes gebaut für dich? Immer. Aus deiner Vorstellung? Immer. Und, okay, krass. Und dann hast du nachher Käufer gefunden, die gesagt haben, ey, ich finde das cool. Ja, das ist genau das Problem. Das, was du jetzt baust und was du krass findest und wo du deine letzte Kohle investiert hast und was auch alle Leute gesagt haben, boah, Alter, geil. Und dann musstest du es ja verkaufen. Da wollte keiner. Dann hat aber einer gesagt, ja, finde ich cool, aber die goldenen Speichen finde ich scheiße. Oder, ja, aber den Bla finde ich scheiße und das finde ich scheiße. Weil ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es keinen Sinn macht, immer wieder Bikes auf Halde zu bauen, die du dann zwar verkauft hast, aber eigentlich nie das Geld bekommen hast, was es eigentlich wert gewesen ist, sondern du hast dann immer so eine Mischkalkulation gemacht, okay, es hat mich das und das gekostet, hast das immer ein bisschen schön gerechnet, die Arbeitszeit hast du meistens komplett vergessen, ja, weil du brauchst wieder Kapital, um das nächste Bike zu bauen. Und das war immer diese Sache, die sich gedreht hat. Das heißt, man kann sagen, eigentlich war Customizing früher eher aus der Leidenschaft heraus. Es ist pure Leidenschaft. Das heißt, wenn du etwas ja... Ist heute immer noch mal, so. Das Ding ist heute immer noch so. Ja, ja. Das Ding hat früher gekostet 85, du musst es aber verkaufen für 75. Nee, wahrscheinlich für 55. Oder noch weniger. Weißt du so? Boah. Das heißt, du hast auch immer im Prinzip nie das Business im Vordergrund gehabt, sondern eher die Leidenschaft, das zu erbauen. Nee, ich hätte gerne das Business im Vordergrund gehabt, hab aber festgestellt, dass du dir von geilen Custom Bikes und von Pokalen und von auf die Schulter klopfen, was für ein toller Typ, du bist nichts aufs Brot schmieren kannst. Das heißt, es war ja früher warst du ja sehr, sehr viel in Zeitschriften vertreten. Ja. Du hast ja bestimmt davon 3 Ordner voll. Ja. Kam das von dir immer aus, dass das früher, man muss sagen, früher zu der Zeit war natürlich Printmedien das einzige, ne Leon? Gab nichts anderes, kein Instagram, kein TikTok, kein YouTube. Du warst bestrebt, deine Motorräder in Zeitschriften zu bringen. Okay, haben die dich irgendwann auch selber mal angeschrieben? Wenn du anfängst wahrgenommen zu werden und auf irgendwelchen Shows Preise gewinnst, kommen die Redakteure auf dich zu. Und wenn du dann im Game drin bist, kannst du auch anrufen und kannst sagen, ich habe ein neues Projekt, ich schicke euch mal so die ersten Basisdinger, habt ihr da Bock drauf? Und wenn die gesagt haben, nein, wenn sag ich mal, das Easy Rider gesagt hat, nein, hast du beim Huber Verlag angerufen, haben die gesagt, ja, haben wir Bock drauf, machen wir. Okay. Was ich nie gemacht habe, was einige gemacht haben, was ich nicht so gut fand, die haben dann, weil eigentlich war es für mich immer so, der Respekt dem Magazin gegenüber, wenn sie mir die Plattform gegeben haben, das Bike zu veröffentlichen, habe ich es nicht gleichzeitig noch jemand anders angeboten. Also ohne immer nur einer Person. Später wurde es dann, wenn manchmal hast du Fotografen gehabt, denen du die Rechte abgetreten hast, das heißt, du musstest dann für die Fotos nichts bezahlen. Du hast einen hochwertigen Fotografen gehabt, der hat aber die Rechte gehabt und der hat das dann vielleicht noch nach Frankreich verkauft, in die Schweiz, nach Spanien oder auch teilweise in die USA. Ab wo war denn der Zeitpunkt bei dir gewesen, wo du gemerkt hast, dass du jetzt von einem nur Bauer bist zu einem wirklichen anerkannten Customizer bist? Gab es da irgendwo einen Schnittpunkt, bei dem du gesagt hast, okay, ich weiß, du merkst das nicht, selber darüber zu reden, aber gab es für dich selber vielleicht irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, ey krass? Ich würde sagen ungefähr mit der Mantis, ungefähr 2003. Wie lange warst du ungefähr da selbstständig schon? Für mich alleine selbstständig 3 Jahre. Okay, krass. Vorher war ich aber mit Markus bei Hard Recycles. Tschüss, Großer.
bis Montag bin ich unterwegs. Ruf mich an, wenn was ist, und am Dienstag sehen wir uns. Guck mal, wink doch mal schön. Wink doch mal schön. Stell dir vor, deine Möbel könnten sich an deine Wohnung anpassen. Das geht so. Aus der Leidenschaft daraus entwickelt, Bikes zu bauen, aus deiner Vorstellung. Aus dem Hobby dann, raus. Genau. Sie dann meistens mit Verlust verkauft, nicht wirklich zum, also nicht wirklich überlegt, okay. Verlust ist das falsche Wort. Aber vielleicht zum Teilepreis, genau. Ein bisschen, ja. Aber auch rein theoretisch wäre es in der heutigen Sicht ein Verlust. Mhm. Du sagst, okay, mit Arbeitszeit und allen Umbauten müsste ich dafür 100.000 bekommen, hast es aber nur für 75 verkauft. Mhm. Ja, übertrieben gesagt. Jetzt. Übertrieben, ja, so, okay. Ab wann fing denn an, wo du gemerkt hast, okay, du musst jetzt auch andere Sachen anbieten? Ich habe das schon früher erkannt. Okay. Ich habe das schon früher. Aber es war, wir kennen uns ja schon lange, es war für dich früher schwierig, zu akzeptieren, dass sich die Zeit geändert hat, dass im Prinzip dieses Kapitel Customizing relativ vorbei ist und man jetzt umsatteln muss auf Servicearbeiten, Inspektionen, Lenker, Kennzeichenhalter, Auspuff. Ich vermute auch, also ich weiß nicht, bin jetzt gespannt, was er sagt. Kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch stimmt. Was da gerade gefragt wird, aber oder was da gerade angenommen wird. Aber für mich echt... Ich bin da wirklich nicht so mehr in dieser ganzen Szene drin, ne? Oder war es noch nie auch, ne? Bin da kein Customizer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt wirklich, es war bestimmt mal so ein richtiger krasser Peak. Und jetzt ist ja halt, guck mal, was er gerade zum Beispiel gesagt hat. So, für dich war es das Geilste, in Zeitschriften reinzukommen. Heute kann jeder mit diesem Teil hier ein paar krasse Bilder aufnehmen, speist dann Filter rüber und wenn du Glück hast, bist du irgendwie catch vom Algorithmus und hast auf einmal 100.000 Follower. Ne? So, und dann heißt es auf einmal, du hast ein Custom Bike und hast das gemacht, obwohl du halt vielleicht Heckfender geändert hast und hast ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ne? Was, wie gesagt, ne, überhaupt nicht schlimm ist oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, dass wir heute oder viele von uns, ich bin ja auch noch irgendwie im Lernprozess, dass da viele von uns das Wort Customizing anders sehen als zum Beispiel die Leute in den 90ern. Ne? Das wird wahrscheinlich auch ein großer Aspekt sein, sage ich mal, warum man da heute so ein bisschen drüber diskutiert. Ne? Ich kann dir sagen, was so einschneidende Erlebnisse waren. Da habe ich eigentlich schon, Inspektionen und Lenker um. Also normale, kleines Customizing, Kennzeichenhalter, Auspuffanlagen, Lenker drauf, habe ich schon angeboten. Da haben teilweise Leute angerufen, die gesagt haben, ob sie denn einfach so vorbeikommen könnten. Mhm. Und habe ich gesagt, verstehe ich jetzt nicht. Ja, mir einfach, ob man sich anmelden müsste, sage ich, nee, man muss ihn ja, man kann einfach vorbeikommen. Ja, und ob ich auch einen Lenker drauf bauen würde. Dann habe ich gesagt, ja, hast du eine Harley? Ja, hat eine Harley. Sag ich, ja, natürlich baue ich auch nur Lenker drauf. Da habe ich gemerkt, dass die Leute, die Problematik war ja, wenn dich die Leute nur wahrgenommen haben über Magazine und nicht in einem Umkreis von vielleicht 200 Kilometern gewohnt haben, ja, hast du ja nur krasses Zeug in die Zeitung gebracht. Mhm. Also haben die Leute ja gedacht, Endstufe. Dass du nur krasses Zeug baust. Das ist eigentlich Fluch und Segen, also weißt du, Fluch und Segen zugleich. Ja, glaube ich. Weil die Leute das gibt's heute immer noch bei manchen. Genau, weil die Leute halt einfach gedacht haben, wie das zum Beispiel, ja, da können wir gleich noch was zu sagen, nur noch einer ja heute immer noch so macht, den hat man auch besucht. Martin ist der Eins, also... Wir haben letztens auch darüber diskutiert, wir beiden, ne? Ich glaube, Martin... Gut, ich kenne natürlich jetzt nicht alle Leute, die in Deutschland irgendwas machen, aber... Die Bekannten, sage ich mal. Ich rede jetzt von bekannten Leuten, die man auch wirklich wahrnimmt. Und das ist auch nie ein Hate gegen andere, aber ihr wisst, ja, alles gut. Der Martin ist der Einzige, der keinen Service macht. Und auch... Er will es auch nicht. Nee, er will es auch nicht. Er hat auch eindeutig gesagt im Video. Ja, weil das ist ja so, ich meine, wo ich dann angefangen habe, den normalen Werkstattbetrieb anzukurbeln, ja. Sage ich mal... Brot- und Buttergeschäft, Tagesgeschäft zu haben, dass du abends auch mal auf den Knopf drückst und da steht jetzt mal, was weiß ich, 500 Euro. Ja, dann sagst du, ey Alter, ich habe heute 500 Euro verdient, hast du dann gesagt, ja, Umsatz gemacht. Und wenn du natürlich jeden Tag 500, 250, 650, 850, mal nur 50, aber dann, du hast ja mal wenigstens dein Sch** bezahlt gekriegt. Ja? Und deswegen, und Martin macht das heute noch so. Er arbeitet ja auch alleine und er kann sich das auch nicht anders vorstellen. Er könnte sich das nie so vorstellen, wie ich das mache.
Hat er auch erzählt. Ja, ja, aber ist ja auch okay. Und deswegen, man sieht ja, was er ist ja einer der wirklich der wenigen, die noch wirklich Full Custom. Ja, für mich wie deine Düsentrieb. Er hat jetzt oder? Auch, ich habe jetzt gesehen, er hat jetzt zwei L'Oréal ST bekommen. Ach. Er hat anscheinend jetzt zwei Leute, er wird jetzt wahrscheinlich irgendwas Clubstyle-mäßiges machen. Das er hat auch schon. Das kommt von Leon in Augen, das gesehen. Leon, wäre das was für dich? Ja. Er hat auch schon BMW umgebaut, er hat auch schon einen Triumph umgebaut, er hat auch schon eine Breakout mit Thunderbike-Teilen gebaut, aber auch erst in der letzten Zeit. Ich glaube, auch bei ihm ist dann viel das Zwischenmenschliche. Wenn der Kunde ihn sympathisch findet, sagt er, komm, ich habe Bock auf das Projekt, ich habe Bock auf das Thema, dann mache ich das. Aber es ist nicht sein Antrieb gewesen, jetzt an der Breakout Hackfinder, glaube ich, umzubauen. Und man muss sagen, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht falsch, er hat auch so eine Community, wo die Leute immer wieder Bikes tauschen, verkaufen, dann wieder von ihm was bauen lassen. Er hat eine große Fanbase. Lustig, dass du das erzählst. Deine Kunden früher, waren das zum größten Teil eigentlich immer dieselben? Oder hast du lange Zeit auch nur von einem bestimmten Kundenstamm gelebt? Weil es einfach auch, dafür gab es ja auch jetzt, sag ich mal, in Deutschland nicht allzu viele Kunden, die das Geld hatten oder auch Bock drauf gehabt haben, oder? Also es gab 1, 2, 3 Kunden, die mehrere Fahrzeuge gekauft haben. Aber du hast auch Kunden gehabt, denen du nur eins gebaut hast. Ja, okay. Das heißt, du hast dann im Prinzip gewechselt nach ein paar Jahren von reinem Customizing aus deinem puren Idee. Wobei ich muss ja sagen, das machst du heute ja manchmal immer noch. Mhm. Zwar im kleineren Stil für dich, deine Personal Bikes. Hast hier angefangen mit Wartungsarbeiten, Service etc. Würdest du behaupten, dass es heute immer noch diesen, wir haben es ja eben eigentlich fast schon beantwortet, diesen Customizing gibt wie früher? Bei Martin haben wir es gesehen. Nein. Weil ich würde dazu, die Frage ist ja, man kann es ja gar nicht mehr so machen wie vor 20 Jahren, weil es einfach nicht mehr zugelassen wird. Martin kann. Ist auch ein sehr interessanter Aspekt, was er gerade gesagt hat. Ne? Wir haben natürlich auch, habe ich bis jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wir haben natürlich auch, und das ist eindeutig, das Thema TÜV. Ne? Das hindert ja auch das ein oder andere Projekt, sage ich mal. Ne? Und wir wissen das alle, wie es mittlerweile ist. Zu gewissen Events, sage ich mal, brauchst du gar nicht mehr fahren, wenn du irgendwas nicht eingetragen hast. Ne? Dann nur machen, weil Martin wie so ein Trüffelschwein in ganz Deutschland, wenn irgendwo ein abgeranzter Chopper zu verkaufen ist, der schon zugelassen war, wenn irgendwo ein Rahmen rumsteht, der schon zugelassen war, bedient er sich Grundrahmen, die schon eine Zulassung haben und baut auf diesen Rahmen wieder auf, weil alles andere wäre ja gar nicht mehr möglich. Ist jetzt vielleicht eine harte Frage. Eine komplett umgebaute Breakout von einem bekannten Customizer oder Firma. Ist das für dich Customizing in deinem Stil, wenn du eine originale Harley nimmst? Du demontierst sehr viel, machst Felgen drauf, Tank, Lenker, Airride, Auspuff. Ist das? Oder ist es eine neue Nische? Es ist anders. Also für mich ist definitiv, ich meine, wir können ja Namen nennen, wenn du jetzt, sag ich mal, Thunderbike oder Rix oder so siehst, die auch selber Teile produzieren, bauen ja oder entwickeln ja ganz brutale Parts, sehr aufwendig verarbeitet. Um aber damit natürlich ein originales Fahrzeug zu bestücken. Was aber, da sind wir nochmal ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Thunderbike Breakout siehst, mit Einarmschwinge, vollgefrästen Felgen, anderem Dach, das sieht ja nicht mehr aus wie eine Breakout. Das könnte auch Full Custom sein. Ja, ja. Also wenn da jetzt nicht Harley im Brief stehen würde, würdest du sagen, das ist eine Thunderbike mit TP-Nummer. Ja? Also ein einzeln im Verkehr gebrachtes Fahrzeug, wie sie es ja früher auch gebaut haben. Thunderbike hat ja diese Fahrzeuge früher auch gebaut und hat das dann irgendwann aufgehört, weil es halt einfach TÜV-mäßig nicht mehr ging. Und es hat ja natürlich auch aufgehört wegen der TÜV-Geschichte. Du kannst es nicht mehr bauen. Euro 3 ist vorbei, Euro 4, Euro 5. Du brauchst Einspritzung, ja, teilweise ABS. Ja, wobei, das kann man, glaube ich, mit so einer gewissen Geschichte umgehen. Aber das ist halt nicht mehr. Du kannst halt nur noch irgendwas bauen auf einem Rahmen, der schon mal zugelassen ist. Das heißt, wenn ich das customize haben will, muss ich alte Rahmen nehmen oder ich muss halt neue Motorräder nehmen und diese umbauen, dass sie so aussehen. Genau. Aber die Frage, ob das für mich Customizing ist, ja, es ist für mich Customizing. Okay. Aber es ist trotzdem nicht zu vergleichen mit einem kompletten Neuaufbau. Weil es ist ja so, auch wenn ich jetzt eine voll umgebaute Breakout habe, und wenn ich nicht falsch verstehe, eine voll umgebaute Breakout, dann nenne ich jetzt einfach mal Thunderbike, ja? Oder Rix oder eben. Also
mit Einarmschwinge, mit bla. Also wir reden jetzt nicht von einer schwarz beschichteten Breakout, wo jetzt ein Kennzeichen hat und ein Jackal dran ist. Versteht mich nicht falsch. Dann ist das für mich trotzdem natürlich einfacher, viel einfacher, weil das Grundgerüst des Motorrades, der Rahmen, das Getriebe, der Motor bleibt ja da drin. Ja? Das heißt, ich baue ja drumherum. Nur drumherum. Und eigentlich sind die Teile ja heute so gut produziert, dass es, auch nicht falsch verstehen, wie Lego ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt natürlich da einen Rahmen stehen habe, dann muss ich ihn halt dafür anschweißen. Gibt's einfach nichts, ne? Dann muss ich das anschweißen. Dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Wo lege ich das Kabel lang? Wo setze ich die Batterie hin, dass es sauber aussieht? Das ist was anderes. Aber das ist halt einfach eine andere Zeit. Und die Zeit ist halt einfach so, dass Full Customizing heute zum Beispiel Thunderbike ist, sag ich mal. Aber die Hardcore-Geräte. Wir haben ja auch festgestellt, ja, dass Thunderbike auch in einer anderen Ebene spielt. Ja. Positiv gemeint. Das ist ja einfach. Thunderbike, muss man sagen, das ist ja einfach. Nein. Also auf dem Messestand haben wir ja gesehen, was die da immer wieder auch die Einarmschwinge Schwinge für es die ST. Es hat das mit dem Maschinenpark und genau, der Möglichkeit ja, zu tun. Ja. Es ist also, stell dir mal vor, wir würden jetzt hier sitzen und Junior wird jetzt irgendein Blödsinn einfallen. Ja, dann würdest du sagen, oh, dann programmieren wir halt mal die Fräse, dann fräsen wir halt mal so einen Teil und gucken mal, ob es gut aussieht. Eine Pilzfelge. Zum Beispiel. Ja, eine Pilzfelge. Dann kommt die raus. So, zum Beispiel. Und das ist natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, deinem Programmierer und deinem Fräser zu sagen, so, fräs das mal, wir gucken mal. Erstmal, wie es aussieht, und dann überlegen wir uns, machen wir da TÜV drauf. Das ist natürlich, das soll jetzt nicht sagen, dass das einfach ist, aber du hast die Möglichkeit. Ist, ja. Wenn du die Scheiße da stehen hast, dann kannst du auch irgendwas fräsen. Weil mir fällt halt oft auf, wenn ich bei eBay gucke oder meistens bei Kleinanzeigen, dann schreiben die Leute drüber Custom-Bike, Einzelanfertigung. Dann sehe ich halt, was nicht böse gemeint ist, einfach eine 48 mit Heckfender, Lenker und Auspuff und vielleicht noch ein. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ne? Also, für mich hat das nichts mit Custom-Bike zu tun. Ne? Das sind so Sachen, wenn ich das kann, hat das nichts mit Custom Bike zu tun, ne? Also ganz oft kommen halt so Sachen wie, ne, auch jetzt habe ich letztens gesehen, da war einfach eine Roadlight und die hatte eine Clockworks-Scheibe. Dann stand da Custom Bike, der Rest war original. Wo ich mir dann so denke, boah, Budi, weiß ich nicht, ne? Aber gut, ist halt so. Aber auch nicht böse gemeint, ne? Ja, das ist für mich kein Custom Bike. Das ist ja einfach im Prinzip, du nimmst Originalteile, also Zubehörteile und baust die einfach nur um. Das hat für mich nichts mit Customizing zu tun, ja? Und wir wollen für mich nur persönlich, nur für mich. Mhm. Ja. Kein Hate, trotzdem schöne Motorräder. Ja, ja genau. Aber viele, jeder hat ja eine andere. Ja, aber viele sagen, glaube ich, heutzutage nutzen diese modernen Wörter wie Customizing und Custom Bike und hier und da und probieren irgendwelche Etiketten den Sachen zu geben. Was sagt einfach immer, es ist ein umgebauter Harley und dann ist doch alles gut. Ja? Und so werden oft auch manchmal Leute auch einfach, die keine Ahnung haben, oft auf die falsche Fährte gelockt und dann kauft sich einer was und sagt, ey, ich habe Kastenbike voll krass hier. Und dann kommt zu dir und sagt, immer, du hast drei Teile geändert. So, ja? Komm mal in die Halle, guck mal hinter dir zum Beispiel rechts, ist das ein Kastenbike? Mir fällt gerade was ein. Nein. Was passiert? Nichts, mir ist gerade was eingefallen, was auf der Messe. Habe ich mir jemanden unterhalten, für den es sehr wichtig ist, als Customizer wahrgenommen zu werden. Mhm. Und sein Traum ist es, zum Beispiel... Entschuldigung, es wird schwer, glaube ich, langsam. Okay, Entschuldigung. Und sein Traum ist es, zum Beispiel in Amerika, in Sturgis oder irgendwo, einen Preis zu gewinnen. Und dann habe ich ihn gefragt, für was das gut sein soll. Natürlich ist es fürs Ego gut. Mhm. Also meine Sache schon immer. Wir reden jetzt vielleicht nicht aus der Zeit, wo Fred in Amerika was gewonnen hat. Weil da war das noch so, dass damals der Ami nur den Ami gewählt hat. Also der Ami hat nicht den Europäer gewählt, weil der Ami sehr treu ist seinem Volk und seinem Land gegenüber. Und damals, zu dieser Zeit, war das schon was Besonderes, dass ein Customizer aus Europa oder Deutschland auf der amerikanischen Custom Show einen Preis gewonnen. Oder beim Walz doch genauso gewesen. Genau, oder? Beim Walz war es beim Bikers Bildhof. Ja. Das war schon was, wo man sagen muss, okay, da haben die Amis auf einmal gesagt, Respekt, das war schon was Besonderes. Danach ist das so, ich will das auch nicht schmälern. Es ist immer nur, lass mich einen Satz noch, oder zwei Sätze noch sagen, für dich selber, ich wollte gerade sagen, ja.
ist das bestimmt, und das und wäre für mich auch so, wobei mich das nicht interessiert hat und ich auch nicht die Motorräder gebaut habe in der Art vielleicht, wo ich mir angemaßt hätte, darüber zu gehen. Für dich selber ist das die größte Ehre, glaube ich, die dir widerfahren kann. Aber fürs Geschäft null bringt dir das nichts. Es interessiert hier kein Schwein. Und zur heutigen Zeit dreimal kein Schwein. Ich wollte gerade ansprechen, ich glaube, als Business-Thema das zu sehen, ist das kein Vorteil. Nein. Überhaupt nicht? Nein. Weil ich glaube, durch Instagram und YouTube hast du eh die Reichweite, die du hast, wenn du was Gutes baust. Die du früher nicht hattest. Genau. Amerikaner sehen, was du hier baust oder andersrum. Das ist vollkommen egal. Ich kann verstehen, aus eigenem Antrieb, dass man sagen will, ich habe das für mich persönlich geschafft. Perfekt. Finde ich cool. Aber wenn man glaubt, dass es einem hilft, hier als Customizer wahrgenommen zu werden, sage ich nein. Weil es gibt ja eh nicht mehr diese Ebene. Nein. Ja, die Frage und du müsstest ist, ja auch was komplett Illegales bauen. Mhm. Ja, und die Frage ist aber, ich kann ja jetzt nicht in Amerika mit irgendwas kommen, was hier für die Deutschen, ich müsste ja irgendein UFO bauen. Mhm. Und das ist ja noch viel beknackter für mich. Ich baue jetzt was, um in einem anderen Land, wo ich so fahren dürfte, was zu gewinnen. Und hier kann ich mir im Endeffekt einen Tisch draus bauen, weil ich nicht dafür fahren kann. Stimmt. Das heißt, Geld zu investieren für was, was ich gar nicht nutze. Oder du kriegst es halt da verkauft ganz schnell. Ne? Aber letzte Woche mit einem Freund unterhalten und BTC-Shoppers kennst du ja auch. Da haben wir uns ein bisschen das Thema angegriffen. Habe ich gerade einen Ausweg. Genau, und da sagte er zu mir, guck mal, wegen diesem Customizing in Amerika gewinnt, sagte er, geh mal auf die Seite von BTC und schau mal, welche Pokale der hat. Dann war ich auf der Homepage gewesen von Marek und habe mir das angeschaut. Wirklich unzählige Pokale, das gewonnen, das gewonnen, das gewonnen. Dadurch hat er kein einziges Bike mehr verkauft. Nein. Für ihn selber, okay. Wie meine Pokale auch. Ich hatte ja auch mal ein Bike von ihm gehabt. Sagt er, hast du mal vorher geschaut, welche Pokale? Natürlich, ich sage, nee, cooler Typ, coole Bikes, fertig. Ja. Du hast das Bike gekauft, weil du Bikes von ihm gefallen hast. Genau. Du aber hast gar nicht hinterfragt, was er wäre mir egal hat. Gewesen, auch wenn es sein einziges Bike gewesen wäre, ich jetzt haben wollen. So. Ja. Okay. Wie siehst du die Zukunft überhaupt auch von deinem Business? Ich kann nicht sagen unser Business, weil ich habe ja eigentlich nichts damit zu tun, aber wie siehst du deine Zukunft auch mit der E-Mobilität, Customizing, Zulassung, Polizei? Ich glaube, dass wir ja mindestens noch 25 Jahre Spaß haben, wenn nicht nur länger. Ja? Ja, glaube ich, ja. Okay. Was sagst du? Geile Einstellung. Ähnlich wie er? Nur du auch? Nein. Ich sag auch nicht. Ich gebe uns der ganzen Geschichte hier noch, ne? 5 bis 10 Jahre. Mhm. Doch. Was soll denn dann kommen? Das ist ja nichts mehr. Ach so, ich habe gedacht, du sagst sei jetzt doch mal ganz ehrlich. Wir wollen das aber nicht ausschmücken. Wir wollen jetzt nicht auf Politik gehen. Ja. Ja, aber heute werden Tannenbäume mit irgendwelchen Farben besprüht und allen Scheiß. Ich sag dir jetzt irgendwann, startest du irgendwann mal so ein Ding, da fliegen Tomaten auf dich, Eier auf dich, ja, oder mit dem Auto, Pickup, irgendwas. Also ich gebe der Geschichte nur ich persönlich 5 bis 10. Ich hoffe natürlich mehr. Ach, dann wie Mad Max? Ich hoffe, ich habe richtig Bock da drauf. Das wäre geil. Das wäre geil. Großer Humungus. Wie heißt das? Erectus. Humungus. Und du? Master Blaster. Rado, bitte füg die Bilder ein. Wir haben uns tierisch kaputt gelacht. Nein, Spaß beiseite. Ich habe die auch bei Instagram gesehen bei denen. Ich habe mich weggerissen. Auch, dass du dein Business noch länger weitermachst. Ist es denn für dich heute, wir haben uns ja letztens schon privat unterhalten, für dich das gleiche Gefühl, wenn du jetzt einen Kunden im Breakout umbaust mit, sage ich mal, 8 Parts? Vom Gefühl her und für den Kunden das gleiche wie früher, wo du so ein Hardcore-Bike gebaut hast? Für mich ist es nicht das gleiche, aber für mich ist es einfacher als vorher. Mhm. Aber der Kunde freut sich genauso. Und das ist doch schön. Also hast du auch ein zufriedenstellendes Gefühl und hast ein Erfolgserlebnis? Der Kunde, das ist ja das, was ich ganz oft sage. Der Kunde, der mich heute, und es ist auch egal, wie aufwendig das Motorrad ist, der Kunde, der heute sein Motorrad abholt, freut sich genauso wie damals, wo ich Flugzeuge gebaut habe. Lass mich schon mal erzählen. Ist das Gleiche. Sagt er, da kommen, ist doch schön. Da kommen die Leute rein, ich mache Auspuff dran, Lenker und Kennzeichenhalter und die denken, ich bin Customizer. Ich habe früher Dinger gebaut, die fuhren. Weißt du, so im Prinzip. Und es gibt ja, guck mal, du kannst es ja daran erkennen. Wer kennt denn noch die Namen der 90er und Anfang 2000er? Wer kennt denn noch? Mhm. Warte mal, wir fangen mal bei ihm an. Er kennt sich ja wirklich, oder? Wen kennst du aus den, sag mal, Ende 90er bis 2010. Warte, ich mach's einfacher, weil ich habe noch viel weniger Ahnung. Ich würde sagen, Walz, da ich dich kannst, natürlich Independent Shoppers. Kotlin dachte ich immer früher, das lachen ganz viele aus Amerika, wegen dem Namen, aber kam er ja nicht. Und dann wird das schon schwierig. Mhm. Wo ich sage, in Deutschland. Ja, die Basti genannt hat. Thunderbike halt auch, der hat ja früher auch Suzuki's gebaut. Thunderbike hat aber mit der Harley-Szene damals nichts zu tun gehabt. Nee, der war ja Suzuki. Er hat Suzuki's gebaut. Genau. Aber den kannst du damals nicht dazu zählen. Okay, krass. Kannst du nicht dazu zählen, das ist ein Ami. Wir reden nur von Deutschen.
Wird schwierig, ne? Ich muss sagen, ich habe mehr Angst. Oder nicht Deutsche, Europäer. Ich weiß nicht, war der Schneider? Schneiderbarger? Ja. Ja, natürlich. Steve? Ja. Steve ist eher so. Oldschool ist das falsche Wort. Steve hat keine Heine, also auf jeden Fall Schweden gebaut, aber Steve, 100 Jahre dabei, Schneiderbanger, ja. Thomas Habermann, ah, ja. HPU ja. Motorcycles, ja, HPU, ja. So, sagt mir nichts. Penz Custom Bikes aus Österreich, Peter Penz, so, weißt du, was ich meine? Ja. Gab es früher schon NLC? Ja, natürlich. Ich war mit Holger schon am Lagerfeuer gesessen, da hat er noch Street Fighter gebaut. Da hat Holger zu mir immer gesagt, ich baue mein Japaner-Ding, dann kopieren sie meine Heckteile, mein GFK, kopieren sie hier, kopieren sie da. Ich bin froh, ich beneide euch so um euer Harley-Business. Ja? Weiß ich noch genau, da waren wir auf irgendeiner Veranstaltung gesessen. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Da hat er noch seine Street Fighter gebaut und dann hat er ja mit seinen Virots angefangen. Aber das sind ja Sachen, wir können ja festhalten, in der heutigen Generation, sag ich von uns allen, außer von dir, Man weiß es nicht mehr gut. Ja, muss ehrlich sein. Das ist vielleicht jetzt wieder mehr durch unsere Videos, ja. Aber ich glaube, die wenigsten, ihr könnt ja mal kommentieren, ob jemand weiß, wer zu den 90ern wirklich. Und das sehe ich auch bei denen halt, weil die können über sowas sprechen. Ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, mache ich mich lächerlich. Und das finde ich einfach geil, ne? Dass so eine Geschichten jetzt auch, ne, über mit solchen Werkstatt-Talks, ne, wo die da einfach sitzen und die einfach da raushauen. Das ist halt geil, ne? Und ich glaube auch, da gebe ich dem Vassi recht, das glaube ich auch, dass man da dann irgendwie wieder so ein bisschen mehr das Feeling dafür kriegt, ne? Und das ist halt geil. Ich finde es auch cool einfach, ich versuche auch gerade meinen Horizont dazu erweitern, was diese ganze Harley-Szene angeht. Da kommt jetzt auch in Zukunft nochmal ganz andere Geschichten, wo ich vorher nie was mit zu tun hatte. Aber das finde ich geil, ne? Und das gehört, finde ich, auch mit dazu, ne? Diese ganze 80er, 90er Geschichte, heftig. Ja, und wie krass das ist, dass er da mit Leuten zusammensitzt am Lagerfeuer. Und heute sind das halt echt Maschinen alle, ne? Wild. Noch ein hoher Customizer war. Auch, du kannst auch sagen, bis Mitte 2000er. So, guck doch mal hier, das ist ein. 40 Minuten? Guck mal, wir haben schon 40 Minuten. Ja, guck mal hier, das ist das zum Beispiel ein Kotlin-Motorrad, ja? Ich glaube, wir haben bestimmt auch irgendwo ein Habermann-Motorrad auf der Titelseite. Müssen wir mal die gucken. Siehst du eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Wahrscheinlich auch wegen dem TÜV-Thema, aber auch so, ne? Das ist Zero Downtube, das ist der HWC, das kennen auch wenige. Das ist halt, der hat einen Rahmen entwickelt, der keinen Downtube vorne hat. Der Motor hängt im Freien. Krass. Guck mal hier. Hast du von dem schon was gehört? Nein. So, siehst du? Ich hab nicht mal HWC gehört. Der Henrik Wilms. Hier, Violator, war ein holländischer Customizer, ganz bekannt damals. Der Markus. Ja, aber wer kennt diese Namen noch? Ja? Die kennt heute keiner mehr. Und das Einzige, und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, das Einzige, was für den Leuten vielleicht hängen geblieben ist Walz, aber auch 70% oder sogar 80% meiner oder unserer Follower und Abonnenten haben vor YouTube von Independent Shoppers noch niemals was gehört. Das ist so. Alles eine andere Zeit ist. Die Leute sind viel später ins Business gekommen. Die kennen keine. Die haben sich vielleicht früher mal eine Zeitung gekauft, aber die haben da jetzt auch nicht alles aufgesaugt. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel, was krass ist, ich kenne ein paar Jungs, die haben ganz viele West Coast Shopbox T-Shirts an. Aber vielleicht ganz kurz, bevor das hier zu einem West Coast Shoppers Thema geht, finde ich auch sehr geil. Aber deswegen finde ich, das ist ein unglaublicher Mehrwert, dass die YouTube machen. Ne? Die hätten auch sagen können, weißt du was, da habe ich gar keinen Bock drauf, interessiert mich gar nicht. Können die anderen ganzen Affen machen. Aber ich finde es geil, dass die es machen. Weil das bietet uns allen einen riesen Mehrwert. Und ohne Hate, ohne irgendein Drama, einfach positiv. Und das ist es halt. Ne? Und das finde ich so geil. Und ich gönne den Jungs, dass sie noch keine Ahnung wie groß werden. Und von mir aus aber halt noch im Fernsehen am Start sind bei, keine Ahnung, D-Max, was auch immer, wenn die überhaupt Bock darauf haben. Aber ich finde, das ist halt, das ist the real deal so, ne? Kann man einfach mal sagen. Wenn du aber fragst, wer ist das, können die nicht beantworten. Oh. Nein, wirklich nicht. Die wissen, die haben, ja, ist, glaube ich, ein Typ aus Amerika, der irgendwas baut. Aber die können dir nicht wirklich sagen, was das ist. Ja gut, das ist einer der bekanntesten.
Genau, richtig. Es ist eigentlich der Customizer. Nicht der Customizer, ja, aber wenn... Der bekannteste, ich würde sagen, der bekannteste... Ja, aber so, halt durch Fernsehen. Genau, durch seinen Lifestyle einfach. Ja, aber ganz viele haben etwas an und wissen vielleicht gar nicht, wo das herkommt. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, das ist ja... Dafür sind wir ja da oder du, das zu erklären. Ich finde das, und du hast ganz richtig gesagt, ich finde es auch nicht schlimm. Nein. Es ist einfach eine andere Zeit. Viele Leute sagen, ja, ist es nicht schade, dass das und ist es nicht schade, dass die Veranstaltung nicht mehr so ist wie da und weißt du noch, pass auf, natürlich, wir leben auch manchmal in Erinnerungen und erzählen, ja, guck mal, faszinierend ist doch das. Letztes Jahr waren viele, viele meiner Kunden, ich glaube, es waren auch viele von Rheinland-Shoppers, habe ich auch bei mir in der Kundschaft, waren zum ersten Mal am Farkasee. Und Farkasee ist heute... Rheinland-Shoppers, Leute. Grüße gehen raus. Und da sagen wir mal, doch, ich würde sagen 40% von dem, was es von früher war. Ich finde das nicht schlecht, wie es heute ist. Es ist ruhiger, entspannter. Ich bin auch älter geworden. Ich brauche das alles nicht so. Du bist älter geworden. Ja, aber die, dann fragst du sie, und wie war's? Boah, Alter, geil. Ich muss da unbedingt wieder hin. Geil. Ist doch alles cool. Da kann ich den, dann sage ich natürlich vielleicht den Satz, du, früher stand hier noch ein Zelt und da noch ein Zelt und hier sind sie geradeaus vollgekuckst in den Wald gefahren und hier haben sie sich bekotzt und da sind sie... Ja, ja, Alter, früher gab es doch keine Einbahnstraße, da sind irgendwann alle besoffenen Kreuze quer durcheinander gefahren. Deswegen, die haben die Einbahnstraße eingeführt, die haben die Einbahnstraße... Das hätte ich auch mal gerne gesehen. Mit deiner ST, wo du auf deinem Bahn losgefahren bist und die Leistung nicht kannte. Was hat der Ronny gesagt? Da war aber schnell. Okay, also. Ich bin erschrocken, muss ich sagen. Ja. Oh. Nee, weißt du was? Die haben die Einbahnstraße am Farkasee eingeführt, weil es irgendwann so brutal wurde. Du durftest ja auch ohne Helm fahren um den See. Du musstest keinen Helm aufziehen. Das wäre unsere Zeit, Leon, oder? Ja. Das wäre unsere Zeit gewesen. Alter, da warst du in irgendwelchen, da warst du in irgendwelchen Zelten, in irgendwelchen Table Dance Zelten. Ich habe gedacht, die haben da Mehl ausgeschüttet. Oh, da, was würde ich dafür geben, noch einmal dabei zu sein? Und da sind die dann natürlich mit 6 Bar auf dem Kessel und 5 Gramm Koks verkehrt rum in Köln gefahren. Das war einfach so. Aber es ist ja egal. Dass, und das, das Thema ist ja das, alles hat seinen Höhepunkt. Und die, das Fest kann nicht jedes Jahr geiler werden. Es ist irgendwann mal der Zeitpunkt, wo das Fest am geilsten war. Und dann wurde es einfach nicht schlechter. Sorry, Leute. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, ne? Die ganzen Bekloppten. Alle da auf Sendung, voll zugeorgelt, Alter. Alle quer durch den, um den See. Och, jeder, der das kennt, diese Runde, der schon mal da war. Boah, Mann. Boah, können wir das mal irgendwie nochmal organisieren, dass das nochmal einmal so wird? Danach von mir aus nicht mehr. Nur ich bin leider zu jung. Ich würde das einfach wirklich, ich hätte das gerne einmal miterlebt, ey. Oh Gott, kann ich mehr, ey. Aber ich traue dieser Zeit nicht unbedingt hinterher. Doch, einfach, man kann hinterher trauen, man muss aber einfach akzeptieren, dass es eine andere Zeit ist, die auch ihre Vorteile hat. Eine Sache bedauere ich, okay, dass viele Menschen heute nur mit einem Ei geboren werden. Das ist aber leider so. Das ist das Einzige. Das, also das, manchmal, also sagen wir es mal so, dass wir nicht das ohne, sagen, ohne, was wir denken. Ohne dass ich jetzt, ich spreche keinen besonderen an, aber... Wenn ich manchmal Menschen sehe, die bis unter die Halskrause voll tätowiert sind, ja, also wirklich bis zum Ohrläppchen, komplett voll, Waden voll, Knie voll, Ohrläppchen, alles voll, am besten noch irgendwas im Gesicht, vorne, hinten, vor, zurück. Und wenn ich manchmal mit denen Gespräche führe, also die fahren dann auch Motorrad, und wenn ich mit denen Gespräche führe, dann denke ich mir, Alter, das ist ja auch wie, als ob du dir so ein Ketzel mit angezogen hättest, weißt du? So, als ob du dich verkleidest. Das ist ja, ein Tattoo macht keinen bösen Menschen. Also, wir wollten doch heute sachlich bleiben. Gleitet sie? Nein, kaum. Okay, gut. Wie in der Cocktailbar, nee, das dauert nicht. Ich finde das mal gut, wenn wir mal das sagen. Nein, ist egal. Also, wir sagen schon sehr viel. Ja, aber wir müssen zurückkommen wieder zum Thema. Okay. Ich fällt mir da schwer, mich zu konzentrieren, weil ich an dieses Zelt denken muss, wo es schneit im Sommer. Aber Fakt ist im Endeffekt das, wir können das jetzt ja beenden, das Thema. Fakt ist im Endeffekt das, die Zeit heute ist nicht schlechter, sie ist nur anders. Ja? Ich habe ja immer noch Leute in meinem Umfeld, die so sind, wie es früher war. Und ihr beide, wenn wir manchmal Leute besuchen oder Leute, die ihr über mich kennenlernt, dann stellt ihr ja fest,
wie entspannt und wie locker manche Dinge sein können, dass man sich eben nicht immer so ernst nehmen muss. Und jemand, der mich gut kennt, weiß, danke, ich nehme mich selber nicht sehr ernst. Weißt du, was ich meine? Und er könnte es. Ich muss nicht immer der Stabilste und der Breitste und der Coolste und das ist mir wurscht. Weißt du, was ich meine? Interessiert mich nicht. Ich muss mir auch kein Tuch über die Nase ziehen und eine Sonnenbrille aufsetzen und böse gucken. Ich muss das nicht. Aber wie gesagt, das ist heute die Zeit und das ist auch okay so. Ich, was mich froh macht, ist, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die überhaupt Rally fahren oder Motorrad fahren. Ja, Mann, das ist es. Weil, was ich und das finde, ist das Thema. Machen wir jetzt einen Abschluss. Zum Beispiel, das Clubstyle-Thema. Die Jungs, die Clubstyle-Jungs, die wir kennengelernt haben auf der Messe. Super cool. Das sind so die, das ist so die New Generation. Ich habe auch irgendjemand gepostet, das ist die New. Aber nur im Clubstyle-Bereich. Nur im Clubstyle. Ja, aber ist aber egal. Es gibt auch im Old School die New Generation, habe ich auch auf der Messe mit vielen unterhalten, ja, die auch so zwischen 25, 22 und 30 sind so, die einfach Oldschool machen, die einfach ihren schönen Bart haben, ihre Wollmütze auf und so, aber auch Moped, also die fahren auch Motorrad. Die hocken auf ihrer alten Schaubel oder ihrer Pennant oder ihrer Ironhead Sportster und fahren einfach Motorrad. Und das wichtig ist, dass überhaupt irgendjemand irgendwas macht. Ganz ehrlich, ob er jetzt, was weiß ich, volltätowiert bis unter die Zähne oder ein Tuch über der Nase hat, das ist mir eigentlich Wurst, Hauptsache fährt überhaupt Motorrad. Bloß ja, Mann. Euch bitte alle nicht so ernst. Das ist der Appell. Danke. Warte mal, ist das dein Ernst, Alter? Das ist manchmal eine Respektlosigkeit. Du sagst einfach Schütz, ich hätte schon was zu sagen oder so. Was. Es schockiert mich immer wieder. Es tut mir leid. Es schockiert mich immer. Du musst darauf hinweisen, ob die Abonnenten abonnieren bitte, kommentieren. Ach so, genau, das vergessen wir jetzt hier. Ja, deswegen dafür bin ich doch deine Leitung. Die beiden Jungs wollen, ich würde mich auch freuen, wenn wir 10.000 Abonnenten haben. Haben die jetzt schon, ey. Aber hast du uns, und die werden auch dieses Jahr 20 kriegen, 100%. Wir würden uns als Team gemeinsam freuen, auch der Dirk, wenn wir die Abonnenten. Ich gönn's euch. Ende des Jahres auf 10, aber es wird schwierig, glaube ich. Mhm. Bis auf 10.000. Weil, um es nochmal zu wiederholen, wir holen sie jetzt jedes Mal 50% oder 60%. Und ihr habt jetzt die Chance, genau jetzt, zu abonnieren. Mhm. Und wenn nicht, mach das mal. Weiter. Nein. Also. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es Spaß gemacht hat. Und wir konnten ein bisschen erklären, was für dich oder für uns ein Customizer ist. Jetzt. Ey, vielleicht noch von mir abschließende Worte. Ich bin auch immer jemand, der da irgendwie da super positiv dran geht. Auf meinem Kanal willst du auch nicht irgendwie Hetze oder sonst irgendwas geben. Ich will so einer ganzen Kacke auch keine Bühne bieten. Das ist genau das, was er gesagt hat. Ey Leute, lass uns mal alle nicht zu ernst nehmen. Lass uns mal wirklich einfach Spaß haben, Harley fahren, mal einen saufen. Lass es von mir aus auch mal schneien im Sommer, ist mehr alles Latte. Hauptsache, wir haben Spaß und Hauptsache, die Community, die jetzt gerade so schön wächst und so vielfältig wird, bleibt einfach zusammen. Ne? Und das ist es halt. Ne? Und lasst euch nicht spalten. Haut rein, bis dann, ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jar. I fucked up this vessel, gave we hustle, but then what, then oh my god.